Noch ist alles ruhig am Bahnhof in Wilsdruf bei der Interessengemeinschaft Verkehrsgeschichte. Doch das wird sich an diesem Wochenende grundlegend ändern. Es soll sogar ein Zug fahren, auch wenn das für einen Bahnhof erst einmal ganz normal klingt. Wusstet ihr, dass die sächsischen Schmalspurbahnen mal das größte einheitlich betriebene Schmalspursystem in Deutschland hatten? Fast alle Strecken wurden mit 750 mm Spurweite gebaut. Auch wenn heute nicht mehr so viele Strecken erhalten sind, findet man immer wieder Überreste. Wie zum Beispiel in Wilsdruf. Am 1. Oktober 1886 wurde die Strecke von Freital-Potschappel bis Wilsdruf eröffnet. Damals sah es hier am Bahnhof noch komplett anders aus. 1899 folgte die Erweiterung der Bahnlinie bis Nossen und später gab es auch noch eine Verbindung nach Meißen. Mehr als 70 Jahre fuhren hier in Wilsdruf Züge in einem zeitweise über 100 Kilometer umfassenden Schmalspurnetz. Der Bahnhof Wilsdruf entwickelte sich im Laufe der Zeit zum zweitgrößten Schmalspurbahnhof in Deutschland. Der größte war übrigens Mügeln. Da hier heute nur noch ein Museum zu finden ist und keine Züge mehr fahren, könnt ihr euch sicher schon denken, dass der Zugverkehr eingestellt wurde. Im Mai 1972 fuhr der letzte Zug. Und der Lokschuppen wurde danach anderweitig genutzt. 1984 schlossen sich Eisenbahnenthusiasten zusammen, um die Interessengemeinschaft Verkehrsgeschichte Wilsdruf zu gründen. Ihr Ziel? Einige Überreste des einst 100 Kilometer langen Wilsdrufer Schmalspurnetzes zu bewahren. Dazu zählt auch der 1966 stillgelegte Haltepunkt Wilsdruf. Rund 500 Meter vom Zentrum der Stadt entfernt war er für den Personenverkehr damals sogar wichtiger als der Bahnhof selbst. Auch heute könnt ihr den Haltepunkt mit dem sanierten Stationsgebäude und zwei abgestellten Wagen noch anschauen. Der eine steht übrigens auf einem Rollwagen. Seit 2009 befindet sich ein Teil des Fahrzeugparks im Museum im Lokschuppen. Hier steht nicht nur die 99564, eine 4K, die ihr aus der Nähe bewundern könnt, sondern auch viele andere Exponate. Dresinen, die manchmal im Einsatz sind, Wagen, eine Modellbahn und viele Informationen zur Strecke in und um Wilsdruf. Wenn ihr noch nicht hier wart, solltet ihr den Besuch im Museum auf jeden Fall nachholen. Hier steht auch noch ein historischer vierachsiger Bahnpostwagen der Kaiserlichen Post. Ich weiß ja nicht, wann die Post nach Meißen ankommt, wenn ich die da jetzt einwerfe. Ich gehe mal gucken, wann der Zug fährt. In den 1920er Jahren endete die Beförderung der Post auf Schmalspurstrecken. Sie wurde aber teilweise im Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen, weil es zu wenige Lkw zum Transportieren der Post gab. An diesem Wochenende wird wirklich ein Zug fahren. Und zwar mit der sächsischen 1K Nummer 54, die passend dazu gerade angeliefert wird. Erstmal wird die Kohle abgeladen und dann geht es weiter zur Rampe, wo schließlich die Lok abgeladen wird. Es ist übrigens die erste sächsische 1K seit 130 Jahren, die auf dem Bahnhof in Wilsdruf zu Gast ist. Vor 130 Jahren wurde auch der zweiachsige Personenwagen 235K gebaut. Das war 1894
und er stand als Wagen der dritten Klasse bei den königlich-sächsischen Staatseisenbahnen im Dienst. Wenn der Wagen 1894 gebaut und die beiden Lokomotiven der Gattung 1K, die hier im Einsatz waren, im gleichen Jahr durch stärkere Loks ersetzt wurden, ist die Zugzusammenstellung dann an diesem Wochenende hier in Wilsdruf eine Premiere? Damit ihr die 1K zum Wilsdrufer Techniktreff auch wirklich unter Dampf erleben könnt, ist es jetzt Zeit, sie anzuheizen. Also dann, genießt eure Zeit, am besten mit und nicht ohne Eisenbahn.